Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind in Folge 346 und ich stehe auch schon in der Nähe von den ersten Mods, um nicht zu sagen den ersten platzierbaren Sachen. Und ja, hier sind wir auch schon. Hier ist ein Anschluss gelegt, weil das hier ist ein Wasserturm. Genau, schön groß, hoch, platzierbar. Da können wir mit loslegen. Wir sind natürlich wieder in einer Variante, habe ich vergessen zu sagen, wir haben heute 8 Mods am Start. Und alle Mods, die ich heute zeige, gibt es sowohl für die, klar, für PC und Mac, aber auch für die Xbox One, wie auch für die PlayStation 4. Also 8 Mods für jeden sozusagen. Ja, die erste ist ein Wasserturm, hier sehen wir das gute Stück schon. Zeige ich euch gleich im Shop, ich mache gleich weiter mit der nächsten Variante hier. Das sind die Werbeschilder, diesmal, ich habe schon mal ähnliche gezeigt, diesmal ein großes Werbeschild dabei. Das ist auch dementsprechend beleuchtet, deswegen auch die kleinen Stangen oben drüber, das sind die Beleuchtungen. Und die haben wir einmal hier von John Deere, wir sehen das Ganze hier einmal von Case, ne? Wir sehen die ganze Big Butt Reihe hier einmal was, wir sehen hier New Holland Werbeschilder. Die Schilder an sich hier schön auf alt wie drauf gemalt oder sowas, nur das sind halt die etwas moderneren. Wir haben Massey Ferguson und wir haben Fans hier dementsprechend am Start. Und immer schön hier die auf alt getrimmt und die mehr die neueren mit Beleuchtung. Ja? Ich werde jetzt einmal so stehen bleiben. Ne, gar nicht, ich laufe ein Stückchen zurück. So. Bis hier vorne hin. So. Dann werde ich jetzt mich einfach mal eine Runde vorspulen. Das kann ich hier zum Glück ein bisschen fixer. Und dann seht ihr auch, dass die guten Stücke in der Nacht beleuchtet sind. Die kleinen Holzschilder nicht, aber die anderen sind schön gleichmäßig vernünftig zu sehen beleuchtet. Also, wer irgendwelche Werbeschilder machen möchte oder auf seiner Karte noch, zum Beispiel beim Shop noch ein bisschen Werbeschilder aufstellen möchte oder sowas, hier habt ihr genau die richtige Chance dazu. So, ja, die Sachen zeige ich jetzt natürlich auch als erstes mal im Shop, damit ich das nicht vergesse. Unter Diverses haben wir den Wasserturm, der kostet 2000, was dem Materialwert eindeutig nicht gerecht wird, würde ich sagen. Also das ist schon ein ziemlich großer Tower dafür und kostet 5 am Tag und da könnt ihr halt dementsprechend euer Wasser dementsprechend dann beziehen. Unter Dekoration finden wir die Werbeschilder, ne? Hier dementsprechend kosten jeweils 500 und sind halt die ganzen Schilder hier einfach einzeln aufgeführt. Wenn ich drauf drücke, wird es einfach nur zum Platzieren. So, dann werde ich hier mal wieder den Tag herbeiholen. So, da haben wir ein bisschen Tag, weil dann kommen wir nämlich hier auch schon zur nächsten Mod. Und zwar ein Tiroler ja, Hofpaket, sage ich mal so. Weil das allererste, was ihr vorne seht, das ist das Haus. Also das ist auch ein richtiges Farmhaus. Ich weiß nicht, ob die Schlafenfunktion hier irgendwo geht oder nicht. Hatte ich jetzt nicht getestet. Ich war auch noch nicht drin, aber hier sieht man selber, hier stehen Sofas, Geschichten und sowas. Hier geht es noch in die Küche. Ja, ist ein bisschen marmorisiert aus. Da steht noch mal ein bisschen Bier. Das ist natürlich immer passend. WC hat man auch. Nach oben kann man auch, so wie es aussieht. Ja. Bin noch nicht hängen geblieben. Das ist schon mal viel wert. Na, und hier haben wir auch, hier soll wahrscheinlich das Schlafzimmer sein. Hier haben wir auf jeden Fall auch eine Schlafenfunktion, die ihr dann hier seht, mit eher auszulösen. Dafür musste ich einfach nur weit genug ins Haus rein, nämlich einfach nur ein Stückchen die Treppe hoch. So, deswegen, das ein richtiges Farmhaus. Wir kommen zur nächsten Variante. Auch von außen hier, ne, schön die Blumenkästen dran gesetzt. Sieht soweit ganz gut aus. In dem gleichen Stil haben wir dann mehrere andere Gebäude, die teilweise als Scheunen, als Lager oder als Unterstand gelten können. Ne? Je nachdem, wie man möchte, ist halt eine ganze Serie. Ne? Hier auch scheunenmäßig, so wie ihr jetzt hier seht. Hier zum Beispiel einfach ein kleiner Unterstand. Ne? Hier noch so eine Art Schüttgutplatz. Hier unten kann noch jemand mit drin wohnen. Hier oben ist wieder Ablage für Scheunengeschichten, Geschichten, 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 Geschichten. Ja, ich hätte schon wieder Blödsinn. Hier wieder ein schöner kleiner Fahrzeugunterstand. Auch schön, ne? Auf alt mit Holz getrimmt. Hier ein ganz einfacher Unterstand, wie auch halt andere kleinere Gebäude. Seht ihr selber. Ne? Also da ist alles so mit dabei, da kann man sich nicht beschweren. In jede Lebenslage einmal Tiroler Leben sozusagen. Hier mit Unterbauten und Vorbauten und Garagenstellflächen und alles, was man so möchte. Die guten Sachen zeige ich euch natürlich auch im Shop. Und die finden wir hier unter Farmhaus einmal.
180.000 kostet also genauso viel das normale Farmhaus auch. Da kann man auch dementsprechend dann drin schlafen. Und wir haben unter Hallen dementsprechend dann die Heustadel-Varianten stehen, die zwei Stück mit, ne, dem kleinen Platz daneben und das große Heustadel. Dann die Unterstellgeschichten, das sind alles jetzt als Schuppen deklariert, bis Schuppen Nummer 5. Also insgesamt haben wir 5 Schuppen, 2 Heustadel und ein Grundhaus. Und die habe ich auch alle hier hingestellt. Ja, wie ihr seht, hat sich der Platz ja auch ein bisschen verändert. Ich habe mir gedacht, ich übernehme jetzt einfach mal die ganze Glasgeschichte von dem Glasvideo, die Karte, die ich da vor einiger Zeit aufgenommen habe. Und deswegen ist jetzt hier alles schön einbetoniert. Ja? Aber wie gesagt, damit haben wir die Mods hier schon mal durch und ich schalte mal eine Runde rüber und wir hüpfen mal hier hin. Und da haben wir auch schon das nächste gute Stück. Da sehen wir es von vorne, ein Skarok und 7,3 Liter 4x4 in verschiedenster Ausführung. Ich habe jetzt hier die Heavy Duty Variante, die hat die Rundumleuchten und die extra Strahler hier oben drauf. Und ich hätte hier auch noch eine Aufnahme dementsprechend draufsetzen können, nichts. Oder halt den zusätzlichen Tank, den ihr jetzt hier seht. Also das lässt sich schon mal sehr flexibel einsetzen, das Ganze so in der Richtung. Ne? Habe jetzt natürlich jetzt so jetzt nicht weiter aufzuklappen, das ist jetzt hier nicht dabei. Zeige euch das Ganze hier mal von innen. So sieht das Ganze von innen aus. Wenn ich Licht anmache, Licht funktioniert natürlich. Wenn ich den Motor anmache, habt ihr auch eine Reaktion. Ihr seht da unten auch, ne? Die Sachen, die funktionieren. Und wenn ich Licht anmache, seht ihr auch, dass die Einzeigen in den Display-Geschichten da vorne und in den Knöpfen dementsprechend auch dementsprechend, wieder ein bisschen viel dementsprechend, ich weiß, auch aufs Licht reagieren. So, wir machen den Lichttest natürlich auch nochmal von außen, da seht ihr es, einmal volle Beleuchtung, das zusätzliche Licht oben ist auch dementsprechend dann anzuschalten. So, ich mache einmal die Variante im Shop und dann werde ich noch den Motortest euch dann zeigen, oder mal hören lassen, sagen wir so. 75.000 ist das gute Stück hier, 325 PS. Wir haben hier die Möglichkeit, die, ne, Longbar, hier die verschiedensten Bügel dementsprechend zu setzen. Wir haben hier den Zusatztank reinzusetzen. Wir haben hier die Aufnahme reinzusetzen, wie ihr es dementsprechend möchtet. Und City Runner, das ist halt jetzt die Workhouse, also die Arbeitstier-Variante sozusagen. Und einmal den Offroader, der dann wieder die Lampen hier vorne ein bisschen anders hat, ne? Und hier auch den Bullenfänger vorne vorhat sozusagen. Dann, wenn man das Ganze von der Seite sieht, haben wir hier die verschiedensten Reifen, auch in den verschiedensten Größen, ne? Nämlich 33 und 37 Inch, was ja auch gleichzeitig dann die Zollgröße ist. Ihr seht also, kann man das gute Stück hier auch schön anpassen. Dann hat zusätzlich noch die Felgenfarbe, die man setzen kann und halt die Wagenfarbe, die man dann auswählen kann, wie man es halt dementsprechend möchte. Also bietet so schon eine ganze Menge. So, dann würde ich sagen, mache ich jetzt mal eine Runde den Motor an und dann nochmal neu an, damit es richtig hört. Bin eine Runde still und dann fahren wir mal ein bisschen. So, Leute. Ja. Daten wieder in Action. Rundumleuchte mache ich auch noch mal an. Da seht ihr es selber. Das Arbeitstier kann blinken. Ne? Licht hatte ich euch ja dementsprechend schon gezeigt. So, da parken wir das ganze gute Stück. Ja, und dann seht ihr jetzt schon einen kleinen Unterschied. Kein New Holland und dann kein Massey Ferguson mehr. Ich habe jetzt aus dem Set, deswegen sieht man da hinten in meiner ja, Shop-Garage sozusagen, auch Glas stehen. Ich habe mal die nächste Zeit zum Vorführen mal ein paar von den neuen Glas genommen. Wir haben jetzt einen 660, das ist also der aus dem Platinium-Pack, also nichts bei denken. Es geht nämlich nicht um den Glas, sondern es geht hier vorne um die Aufnahmen dementsprechend für vorne. Den Schnelladapter-Part, oh, habe ich den Schnelladapter-Part vergessen? Das ist natürlich dann weniger geschickt. Wenn man Schnelladapter macht und hat den Schnelladapter-Part gar nicht. Ich hoffe, der ist hier noch irgendwo mit dabei. Die Jungs waren unter, das ist auch gut zu wissen für euch, unter Ballentechnik auf jeden Fall. Ne, hier war es nicht dabei. Unter Diverses auch nicht. Unter welchen Hersteller liefen die hier denn?
Die willst du auf Lizard. Da gucken wir doch einfach mal unter Shop. Also, hier haben wir es nicht. Den blättern wir einfach mal unter Lizard. Sonst fehlt die dementsprechende Aufnahme dafür, aber das dürfte auch nicht unbedingt das Problem sein. Mods sind, wenn denn, ganz hinten. Na, hier seht ihr die beiden auch schon. Oh, eine weitere Aufnahme sehe ich hier auch nicht. Okay. Aus irgendeinem Grund wollte er jetzt hier nicht. So. Dann würde ich sagen, weiß nicht, ob man die Variante auch von hinten ankuppelbar hat, aber nö. Okay, ja, dann zeige ich euch dementsprechend so. Wir haben hier zwei Ballenspießsysteme. Einmal dementsprechend eins, was hier vorne überkreuzt, das Ganze hochklappen lässt. Das ist normaler Ballenspieß. Das ist ein Ballenspieß, der dementsprechend gerade rausgeht. Und das hier ist die Variante normal für die Dreieraufhängung, die ich jetzt schlauerweise nicht dran habe. Und das ist die Variante für die Rundballen. Ja, wie ich gerade schon gezeigt hatte, die sind ne, natürlich jetzt ein bisschen unpraktische Vorführung, ich gestehe es zu, aber wir haben es unter Ballentechnik auch drin stehen. 310, 210 und 450 kostet. Ne? Das Fliegel Schlepperdreieck. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob es mit drin hier ist in der Mod oder ob ich das hätte extra aktivieren müssen, weil dann ist es natürlich erst recht mein Fehler. Wir gucken einfach mal unter Fliegel. Ne, hier ist es nicht mit drin. Ja, okay, also wie gesagt, da brauchen wir das gute Fliegelteil noch zu. Habe ich jetzt hier gerade nicht mit drauf. Aber wie gesagt, hier seht ihr die Teile, wenn ihr die benutzen möchtet, wisst ihr, dass ihr das gute Teil vom Fliegel noch als Aufnahme mit dazwischen braucht. So, ja, nicht ganz so praktisch, aber so ist das halt. Wir marschieren rüber und kommen zu diesem, ne? Relay Tigo XR75D. Ihr könnt mich komisch nennen, aber ich glaube, das ist nicht das originale Rot. Ich lasse es mal so stehen. Ihr könnt es gerne schreiben. Ich glaube, das etwas dunklere Rot da oben in der Schrift, das kommt ihm näher. Und das hier ist ein kleines bisschen hell, finde ich. Ne, das sieht man auch so. Ich meine, das wäre ein Tick dunkler. Aber wie gesagt, das könnt ihr gerne im Kommentarbereich schreiben. Ich will das gute Stück natürlich hier auch mal eine Runde vorführen. Ich nehme den Aufnehmer runter. Ich mache das Ganze an. Ich hatte hier mal eine Runde Gras gemäht gehabt. Und dann seht ihr selber, da nimmt das Gras auf und es funktioniert. Ne? Sonst texturenmäßig sieht das alles sonst ganz okay aus. Ne? Da kann man sonst nicht motzen. Metall sieht aus wie Metall. Ne? Hier seht ihr selber, Haken, Aufnehmer sieht aus so, wie es aussehen soll. Nur, ne? Ja. Ich finde die Farbe ist nicht. Also wie gesagt, könnt ihr, ne? Schreibt es einfach in den Kommentarbereich rein. Ich finde die Farbe nicht ganz original. So, wir gucken. Wir sind bei Ladewagen. Ganz ans Ende geht's. Da seht ihr das gute Stück. 124.000 kostet er. Und 200 PS braucht er, 42.000 Liter hat er. Und ich habe hier noch die Reifenwahl zwischen Michelin und Trelleborg. Bei Trelleborg habe ich dann auch noch, bei Michelin habe ich auch noch Breitreifen zur Auswahl. Das ist der ganze Trick. Dann kommen wir auf knapp über 126.000. Ja, ich mache das gute Stück hier mal aus. Das muss dann nicht weiterlaufen. Wir nehmen den Aufnehmer hoch. Seht ihr selber, animationstechnisch und sowas. Sieht alles hervorragend aus sonst. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist nicht das richtige Rot. Aber wir schauen einfach mal weiter. Ich habe immer noch, wir haben jetzt 1, 2, den Pickup ist 3, die Platzierbahnen sind auch 3, sind 6, ich habe immer noch 2. Wir sind noch nicht fertig, weil wir kommen noch zu Lincoln. Hier haben wir das Ganze. Das ist, glaube ich, das Opal Vario, glaube ich, meine ich, oder? Da, nee, Vario Opal. Kann ich alles richtig machen. Ne? Opal Vario 8, es ist ein Pflug. Ich habe hier auch mal die etwas größere Variante, aber noch nicht die ganz große von Klaas am Start. Ich werde das Ganze natürlich jetzt einfach mal hier starten. So, den Helfer anmachen. Mal eine Runde aussteigen, dann bin ich wahrscheinlich im Weg. Nö. Hier legt er los und hier seht ihr. Die Texturen sind alle einwandfrei und er pflügt auch alles einwandfrei. Ich spule mal ein bisschen vor. Nein, ich halte dich nicht auf. Der mogelt immer, der gute Helfer. So, dann machen wir ihn mal aus. Er nimmt das Ganze wieder hoch. Ihr seht selber, Animation und sowas, alles einwandfrei da.
Und das sieht auch, wenn man dicht dran geht, alles noch gut aus. Ob man die Schrauben hätte jetzt hier unbedingt mitlackieren müssen, ich weiß nicht, wie es original ist. Ich hätte wahrscheinlich jetzt, um hier ein bisschen Kontrast reinzubringen, sonst den so wie hier den Metalllook gegeben. Aber kann ja auch sein, dass es im Original so ist. Könnt ihr mir gerne mal schreiben. Ich hätte es wahrscheinlich im normalen Metall glänzend besser gefunden. Aber wie gesagt, sonst schönes Gerät, funktioniert auch einwandfrei. Wir gehen unter Flüge, da haben wir das gute Stück. Es ist 3 Meter breit, es braucht 180 PS, 15 km/h Arbeitsgeschwindigkeit und es kostet 25.200. Wenn ich raufgehe, kann ich als einziges noch ändern, hier die Felgenfarbe, weil die geht auch noch in Schwarz. Wie man halt dementsprechend dann möchte. So, und wir kommen zur letzten Mod und die steht hier hinten und habt ihr mal den ganz großen dementsprechend reingeklemmt. Das ist nämlich der Xerion 5000. Ist aber wie gesagt nicht die Mod, ist das gute Stück aus der aus der Platinum DLC. Deswegen nicht wundern, wo es her ist, ist beim Grundspiel nicht dabei. So, wir haben hier, da steht selber, Aerostar Exakt und das ist ein Einböck, nämlich ein richtig Striegel, so sieht's aus. Wir gucken uns den Animationspart hier mal an. Ich falte das gute Stück mal schön auseinander. Das war jetzt runtergesetzt. Das fällt einfach schön mit der kombinierten Hydraulik hier. Ich zeige das nochmal. Ne? Schiebt es sich dementsprechend schön auseinander. Und dann kann ich hier sagen, Helfer Go. Ne? Muss erst den Motor anmachen, sorry. So. Dann kann ich sagen, Helfer Go. Und er sagt, er ist fertig. Okay. Hier ist auch nichts zu striegeln. Dann machen wir es mal mutwillig. Ne? So, und wir ziehen jetzt rüber und das wird das Ganze jetzt gestriegelt. Ihr seht selber, wir haben eine Animation da. Die Reifen bewegen sich selbst. Hinter den kleinen Reifen hier wird nochmal nachgestriegelt. Seht ihr selber da. Ne? Das zieht also sauber rüber. Dass jetzt hier Früchte verschwinden, liegt nicht am Striegel. Das liegt einfach daran, dass dieses Plattfahrbar hier die Fruchtzerstörung an ist. Aber wie gesagt, texturenmäßig hier auch alles aktuell. Ne, die ganzen kleinen Schläuchlein, alle Anschlussgeschichten hier, alles schön gesetzt, alles schön gelegt. Schön gelegt sehe ich gerade, es ist mehr so die zweite Geschichte, weil da gehen die irgendwie durch den Anschluss. Aber das lassen wir erstmal durchgehen. Sonst wenigstens sehr gelungen und auch ein sehr schönes Gerät. Wir schalten um und wir kommen auf... Wo bin ich jetzt geblieben? Da, auf den Striegel. Da haben wir das gute Stück. 7.500 kostet er. 6 Meter Arbeitsbreite hat er. Verhältnis gesehen zu den beiden anderen mit 12 Meter und mit 9 Meter ist es halt sozusagen das kleine Geschwisterchen und kostet auch erheblich weniger. Nämlich nicht mal die Hälfte von dem 9 Meter. Braucht PS-mäßig auch nur ganze 60 PS. Also läuft einwandfrei damit. Ne? Ja. So würde ich sagen, stehen wir hier vor dem ganzen Spektakel und wir sind durch für heute. So einfach ist es. Ich werde hier nochmal in Richtung Häuser gehen. Da seht ihr auch nochmal Satellitenanlagen, alles oben drauf. Also hier ist dementsprechend einmal alles dabei. Ja, dann bedanke ich mich aber fürs Zuschauen. Wie gesagt, wir sind leider am Ende. Das waren 8 Stück. So schnell geht's. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich fühle mich sehr über einen Teilen, Freude und ein Abo wäre natürlich klasse. Schaut nochmal nach, würde mich sehr darüber freuen, ob euer Abo noch drin ist. Es gab leider Probleme, dass einige Abos einfach rausgenommen worden sind. Das weiß ich auch von anderen Seiten, deswegen behaupte ich nicht, das sind Leute, die bei mir einfach gegangen sind. Sondern es ist tatsächlich so, dass einige, obwohl sie abonnieren wollten oder auch Abo haben wollten, plötzlich nicht mehr mit dabei waren. Also schaut dementsprechend nach, würde ich mich dann sehr darüber freuen. Macht das Glöckchen an und dann sehen wir uns dann morgen wieder. Macht's gut!